Moin moin, meine Freunde, Echo Freezy ist am Start und ich sitze hier auf einer coolen Parkbank und ich wünsche euch alles Gute. Ein kleiner Verbraucherhinweis, und zwar freue ich mich aufs fette Trailerpark Festival in der Berlin Frikadelle Zitadelle am 29.08. und ich werde eine Show machen, die seinesgleichen sucht, ja. Also kommt vorbei, ich will euch sehen und hebt die Arme so. Trailerpark Festival. Hey Boys and Girls, willkommen im Trailerpark. Hey Boys and Girls, Geschichten aus dem Trailerpark. Timmy Bassi Sarden und der Alligator. Timmy Bassi Sarden und der Alligator. Special Folge Trailerpark Opener. Was bisher geschah? Da hinten ist ja der Karate-Andi. Vielleicht kann ich den ja schnell vollquatschen, bevor er ins Backstage verschwindet. Falkschacht! Sagenumwobenes Hip-Hop-Medium besorgte sich einen Körper und einen Anzug. Beziehungsweise er hat es geschafft aufs Trailerpark Open Air, aber er versucht sich noch Backstage einzuschleusen. Ja? Er schaut. Der Anzug blinkt und blitzt. Er versucht sein Glück als 00 Schacht im Auftrag der Majestät. Und somit hat Falkschacht, der selbsternannte Hip-Hop-Zar, die weite Reise angenommen. Versuch in den Backstage. Und dort schließt diese Folge jetzt an. Stay focused. Währenddessen im Backstage. Oh, das Catering riecht aber verdammt lecker. Nam, nam, nam. Oh, da muss ich auch noch mal riechen. Oh, lecker, 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 lecker. Und auch der Reis sieht aber auch gut. Das war Reis. Reis, der sieht gut aus. Oh, und hier auch die anderen Beilagen. Oh, lecker, lecker. Und das Fleisch so schön zart. Zart und glücklich. Oh, da muss ich mir mal einen Teller nehmen. Oh, lecker, lecker, lecker. Das glaubt mir keiner, wenn ich sage, wie lecker das riecht hier. Oh. Währenddessen im Backstage. Alles Backspin, Amma? Ich weiß nicht. Ist alles Backspin, Nico? Hä? Ist alles Backspin? Sag du's mir. Komm, Mario, lass uns ein Selfie zusammen machen. Klick. Ja, Trainerpark, ja, mach ein Konzert, ja, verdiene bestimmt viel Geld. Ja. Da werde ich doch gleich mal irgendwie die Steuer... Prüfung hier vollziehen während des Konzerts. Da haben die nicht mit gerechnet. On the fucking floor! On the fucking... On the fucking floor! I'm gonna shoot your fucking brain all over the place! You don't fuck with a gun! Take my gun in your fucking mouth! On the fucking floor! On the fucking floor! Ja, nee, du, komm, Karate-Andi. Ich darf dich doch Karate-Andi nennen, oder? Och, Falk, ey. Sag mal, du nervst. Sag mal, was willst du überhaupt, hä? Willst du ein bisschen Weed kaufen vielleicht? Willst du ein Weed kaufen? Du, meinst du, kannst mich reinschleusen? Nee, ach komm, Falk. Willst du ein bisschen Weed kaufen, hä? Vielleicht ein bisschen sowas zum Durchziehen? Nee, Karate nicht, ich nehm doch sowas nicht. Ich bin nur am Ballern hier. Ne, ich pfeife mir die Näschen rein. Aber wie kommst du? Warum bist du so auf dem Weed-Film, hä?
Karate Andi. Ja, vielleicht bin ich ja gar nicht Karate Andi. Ey, man, you wanna buy some weed? You wanna buy some weed? Oh, man, what? You gotta be kidding me. Is this for real? Is this for real? But what the fuck is happening? No, man, no. Why? Why? Oh, man, I gotta feed my children. My wife's all pregnant. My wife's all pregnant, yelling at me, I need your money. I need your money. You're gonna buy some weed, man. You're gonna buy some weed. I'm gonna slice your ass in fucking 2.5. Man, look at me. I'm a grown man. I got a suit. Fuck your suit, man. I'm spitting out your suit, man. I gotta pay the rent. I gotta feed the children, man. You're gonna buy some weed, I'm gonna fuck your ass. Huh? You buy weed for like 50 euros, huh? Maybe 60? Huh? Maybe 60? So what do you say? Well, a hard decision, but give me that weed. So if you want to leave me alone, if you want to leave me alone, then yeah, sure. Yo, chill out, man. I'm gonna leave you alone. I need money. So give me the money and just take your weed. And, yeah. Well, thanks. Okay, bye. And fuck you, man. You thought we were Karate Andy, but no, it's me, man. I'm everywhere. You forgot that, eh? You forgot that? I'm everywhere. Huh? So watch out, you fucking piece of shit. Puh, verfliegst doch mal. Damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet, meine lieben Zuhörer da draußen an den Radio-Endempfängern. Das hat ja eine sehr dramatische Wendung auf einmal genommen. Da bin ich mal gespannt, was mir noch so auf dem Weg im Versuch in den Backstage zu sneaken so passieren wird. Bleibt auf der Hut. Jetzt! Trailerpark-Werbung! Bukak! Pick, pick! Ich gehe voll ab auf Twitter! Yeah! Madrapper! Yeah! Hashtag Madrapper! Madrapper! Shh! Deine Rechnung geht nicht auf, Bro! Shh! Komm, lass uns verpissen! Ja, vielleicht finde ich ja noch irgendwie. Ah, da hinten ist Echo. Vielleicht hat er ja Bock mit mir zu reden kurz. Echo Freezy, the German Dream. Oh, ich chill hier ab im Backstage. Ach, grüß dich, Falk. Was machst du denn hier? Hast du schon meine Krone abgecheckt, hä? Wie die funkelt? Hä? Ich finde die nice. Was hast du dazu? Ah, ich grüß dich, Echo. Währenddessen im Backstage. Na, muss die British School Kids noch schnell in die erste Reihe tragen, damit die auch alles sehen vom Auftritt. So schwer, okay. British School Kids on a vacation. Oh, bin ich froh, dich zu sehen, du. Ich hab schon wieder Sachen erlebt, das glaubst du mir nicht. Oh my God, it's the two-headed Falk. What happened? Chernobyl, what did you do it to us? Ich grüße dich, Echo.
Echo Freezy, the German Dream. Als war was der gerade suche. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich versuche irgendwie in den Backstage zu kommen. Kannst du mir da weiterhelfen? Nein. Ciao. Oh, das hätte ich jetzt von dem German Dream aber nicht erwartet. Ich konnte ihm gar nicht sagen, dass ich meinen Anzug... ich wollte meinen Anzug hinweisen, aber hat er nicht gesehen. Oh, scheiße, was mache ich jetzt? Weißt du, allein bleiben. Ja. Ob das wohl die richtige Entscheidung war? Verschacht. Anzug. Okay, Falk, pass auf. Ich habe hier noch ein Backstage-Bändchen, ja? Oh, pssst, das bleibt unter uns. Eins habe ich noch, auf Halde quasi, auf Halde. Und, ich würde sagen, dafür musst du erstmal eine Mutprobe bestehen. Hä? Eine Mutprobe. Dünn, 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 Mutprobe, dünn, Mutprobe, Mutprobe. Wird Falk die Mutprobe bestehen? Woraus wird die Mutprobe denn sich verfassen? Und wird Karate Andi wieder auftauchen? Oder ist Karate Andi für immer der Bronx Weed Seller? Hä? Werdet ihr es herausfinden? In der nächsten Folge erfahren wir mehr. Stay tuned. Desorientiert und brutal von Tabletten konsumiert. Meine Mom ist mit Krebs infiziert und in der Presse tätowiert. Wir sind sexual.